Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen den Roman Americana vorstellen, der 2013 erschienen ist und von der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie stammt. Er wurde ein Jahr später, 2014, kam er auf Deutsch heraus, übersetzt von Annette Grube. Der Inhalt sind die Erfahrungen zweier junger Nigerianer, einer Frau und eines Mannes, die während der Zeit der Militärdiktatur in Nigeria unter Sani Abacha auswandern, der eine die Frau in die USA, der Mann nach Großbritannien und Jahre später kehren beide nach Nigeria zurück. Der Titel, das ist die übliche Bezeichnung Americana für Rückkehrer aus den USA. Und das Thema ist der alltägliche Rassismus, die Entfremdung von Menschen, die ihre afrikanische Heimat verlassen, in Ländern des weißen Mannes versuchen, sich zu orientieren. Es erzählt von ihrer Bindung an die Familie und an die afrikanische Heimat. Und es ist eine wunderhübsche Liebesgeschichte. Adichie hat viele angesehene Literaturpreise bekommen und gerade auch für den dritten Roman Americana. 2013 bekam sie für dieses Buch den National Book Critics Award. Sie wurde ein Jahr später nominiert für Bailey's Women's Prize for Fiction. 2013 nahm sie die New York Times Book Review auf, dieses Buch unter die 10 besten Romane. 2015 kam das Buch in die BBC-Auswahl der besten 20 Romane, die zwischen 2000 und 2014 entstanden sind. Nigeria, das ist das Land, in dem der Roman auch sehr lange Zeit am Anfang und am Ende spielt. Ein Land in Westafrika mit der Hauptstadt Abuja. Die größte Stadt ist Lagos und das ist dann auch die Stadt, in der wesentliche Teile des Romans spielen. Eine ehemalige britische Kolonie, die 1960 unabhängig wurde und viele unterschiedliche Ethnien beheimatet. Die berühmtesten sind die Igbo, die Yoruba, die Hausa. Es gibt zahlreiche Religionen, die dort beheimatet sind. 514 verschiedene Sprachen werden in diesem Land gesprochen. Aber Englisch ist die Amtssprache, die eigentlich jeder dort beherrscht, der auf eine Schule gegangen ist. Der Norden ist muslimisch, der Süden christlich und in diesem Spannungsfeld spielt dann auch der Roman in Nigeria. Chimamanda Ngozi Adichie wurde geboren 1977 in Enugu, Nigeria und sie lebt heute teils in Nigeria und teils in den USA. Sie schreibt auf Englisch und ist nicht nur für dieses Buch, sondern auch für andere Bücher ausgezeichnet worden. Zuletzt erhielt sie 2019 den Kassler Bürgerpreis Das Glas der Vernunft. Ihre Muttersprache ist Igbo. Die Familie stammt aus Aba. Aufgewachsen ist sie mit 5 Geschwistern. Der Vater war Mathematikprofessor. Sie ist aufgewachsen in einem Haus, das früher bewohnt wurde von Chinua Achebe, einem bedeutenden nigerianischen Schriftsteller. Das heißt, Adichie stammt aus der nigerianischen Oberschicht. Sie hat Medizin und Pharmazie studiert in Nigeria, kam dann mit 19 in die USA, hat dort Kommunikations- und Politikwissenschaften studiert. Und war Hodder Fellow zwischen 2005 und 2006 an der Princeton University in New Jersey.
hat ihren Master in Afrikanistik 2008 in Yale gemacht, an der Yale University in Connecticut. Ist verheiratet und hat eine Tochter. Sie hat mehrere Ehrendoktortitel bekommen und ist eine Autorin, die sehr geschätzt ist in den sogenannten TED-Talks, die man sich auf YouTube anschauen kann und in denen sie berichtet von den Stereotypien und Klischees, die schwarze Afroamerikaner in Amerika erwarten. Ich empfehle Ihnen einen TED-Talk, den sie 2009 gehalten hat, The Danger of a Single Story, den Sie dort sehen können und der deutsch untertitelt ist und in dem sie beschreibt, wie wichtig es ist, eben nicht nur eine Sicht auf eine Kultur zu haben, sondern verschiedene Sichten zu haben. Der Roman Americana schildert die Liebesgeschichte zwischen Ifemelu und Obinze, Ifemelu der Frau und Obinzi des Mannes, die sich in der Schulzeit ineinander verlieben, unter den Lebensbedingungen, die aber zu der Zeit in Nigeria herrschen, eine Militärdiktatur, Nigeria verlassen. Ifemelu bekommt ein Stipendium und geht in die USA, darf dort aber nicht arbeiten und das Stipendium reicht ihr nicht, ihren Lebensunterhalt zu gestalten. Sie muss schwarz arbeiten. Es ist kurz vor der Zeit Obamas. Der Wahlkampf ist schon im Gange. Und sie stellt eben fest, dass man als Schwarze kaum Chancen hat, an irgendeinen Job zu kommen. Die Hautfarbe ist von elementarer Bedeutung in den USA. Und sie stellt fest, wie schwierig es ist, sich auch gerade als Frau, als schwarze Frau in Amerika ja, durchsetzen zu können, weil die Amerikaner eben ein bestimmtes Schönheitsideal haben, das schwierig ist, von schwarzen Frauen nachzuahmen. Und das beginnt bei den Haaren. Die Haare spielen in dem Roman eine große Rolle. Schwarze Haare sind, wie Adichie beschreibt, kraus, kuschelig, drahtig, verdreht, lockig. Amerikanische Frauen haben oft blonde Haare, sind lange, glatte Haare, oft auch leicht gewellte Haare. Und es ist fast unmöglich für eine afrikanische Frau nachzuahmen. Der Roman beginnt zu dem Zeitpunkt, als Ifemelu zurückkehren will nach Nigeria und beginnt mit ihrer Fahrt in ein Stadtviertel von Princeton, wo Frauen sich auf afrikanische Weise ihre Haare flechten können. Und diesen Abschnitt möchte ich in einem zweiten Video vorlesen. Ifemelu kommt also in den USA an, hat zu wenig Geld, muss sich sogar prostituieren und der Kontakt zu ihrem geliebten Obinze bricht dadurch ab. Sie unterhält verschiedene Liebesbeziehungen zu einem schwarzen Akademiker, der sich für die Bürgerrechte der Schwarzen einsetzt, zu einem Weißen, der sie gerade als schwarze Schönheit liebt. Sie bekommt sogar eine Green Card und kann dann legal in den USA arbeiten und wird Bloggerin. Und in diesem Blog, den sie da betreibt, schildert sie die alltägliche Schwierigkeit, die alltäglichen Probleme, die schwarze Menschen in den USA haben. Und der Blog heißt, ich zitiere, Beobachtungen über schwarze Amerikaner, früher als Neger bekannt, von einer nicht-amerikanischen Schwarzen. Wie gesagt, Ifemelu kehrt nach Nigeria zurück und wird dann dort wieder auf Obinze treffen, der, wie sie, eigentlich auch in die USA gehen wollte, aber dann kommt der 11. September 2001 dazwischen. Die Schwarzen können kaum noch in die USA einreisen
Und Obinze geht eben nach England, nach Großbritannien. Es ist ihm dort unmöglich, legal zu leben, zu arbeiten, und er taucht in die Illegalität ab. Er lebt Brutalitäten und Unsicherheiten eines solchen Lebens. Putzt schließlich als akademisch gebildeter Mann mit einer geborgten Sozialversicherungskarte eines bekannten Lagerhäuser und Toiletten. Schließlich will er eine Scheinehe eingehen, um sich ein Bleiberecht in Großbritannien zu sichern. Aber das wird erkannt, er wird verhaftet und abgeschoben. Obinze kehrt nach Nigeria zurück und durch eine zufällige Bekanntschaft ergibt sich für ihn die Möglichkeit, als Immobilienmakler und Entwickler von Bauland erfolgreich zu werden. Obinze und Ifemelu treffen sich wieder, sie verlieben sich erneut ineinander und die Geschichte hat ein Happy End. Ich schätze diesen Roman sehr. Es ist der Roman einer selbstbewussten nigerianischen Autorin, der Upper Class, die aber einen Blick für alle Schichten hat, eben auch für Schichten, die weniger ökonomisch und politisch bevorzugt sind wie ihre eigene Schicht. Eine Frau, die westliche Bildungsstandards erfahren hat und die Diskriminierung, die alltägliche Diskriminierung in den USA wunderbar beschreibt. Es sind keine großen Grausamkeiten, keine großen Brutalitäten, keine Folter oder Polizeiwillkür, die sie beschreibt, sondern der alltägliche Rassismus. Das ständige geoutet sein als Schwarze, als etwas Besonderes gesehen zu werden, sich ständig auch um das eigene Auftreten Gedanken machen zu müssen. Und ganz besonders gilt das eben auch für Frauen, die auch eben oft auf ihr Äußeres reduziert werden. Und sie schildert eindringlich, wie vor ihm zu ihrer Zeit, was es für Probleme gab, wenn man sich als Schwarze modisch kleiden wollte und modisch schminken wollte. Die Schminktipps galten alle weißen Frauen. Und wenn bei einer Strumpfmode die Hautfarbe angegeben war, dann war immer das Weiße als Hautfarbe gemeint. Für mich ist es auch wirklich persönlich sehr, sehr interessant gewesen, weil ich mich nach diesem Roman viel, viel besser in das Gemüt einer Freundin hineinversetzen konnte, die aus Guinea-Bissau stammt und die immer wieder auch von ihren Problemen in Deutschland berichtet hat. Ich habe versucht, mal für sie vor 7 Jahren, weil sie sehr, sehr hübsch ist, einen Job zu bekommen über Freunde als Mannequin. Das war damals unmöglich. Heutzutage ist das ganz anders geworden. Wir haben sehr, sehr viele schwarze Models, aber vor 7 Jahren war das noch gänzlich undenkbar. Ich habe diese alltäglichen Probleme, die gerade auch schwarze Frauen in einem weißen Umfeld betreffen, habe ich in einem Kurs geschildert. Und geschildert, wie dieses Gefühl auch der Minderwertigkeit, das Schwarze oft in weißen Umgebungen beherrscht, wie das in diesem Roman geschildert wird. Und ich habe einen Studenten gehabt, der das überhaupt nicht verstanden hat und hat gesagt, ja, wenn man als Schwarzer unter Weißen lebt, dann habe man natürlich schon auch Ängste und das kann ja gut nachvollziehen, aber das sei im Grunde genommen das Gleiche, wie wenn ein Weißer sich unter vielen Schwarzen befinde, das sei kein Unterschied zwischen Schwarz und Weiß und das stimmt eben so nicht. Das Problem für viele Schwarze, afrikanische Schwarze, Afroamerikaner ist eben doch,
dass sie sich ausrichten an der weißen Kultur. Was man zum Beispiel schon sieht an der Bewegung der Sapeurs in Brazzaville in Kongo, die sich wie klassische englische Dandys und Gentlemen anziehen und ihr ganzes Geld draufgeben für die westlich-europäische Mode. Aber auch an der afrikanischen Philosophie. Ich habe mal ein Seminar gemacht über afrikanische Philosophie, Philosophie in Afrika. Und es gibt sehr viele schwarze Philosophen, die eben verrückt für uns davon sprechen, dass die Weißen ihnen als Schwarze überlegen seien. Die Philosophie in Afrika hat sich lange ausgerichtet an dem Vorbild, das die weiße Philosophie in Europa und Amerika abgegeben hat. Dann hat man zum Beispiel vom mangelnden Zeitgefühl bei Schwarzen gesprochen. Das Ganze war sehr, sehr ausgerichtet an den Vorstellungen der europäischen, abendländischen, amerikanischen Philosophie. Und so ist die Quintessenz, die ich aus dem allen gezogen habe, folgende. Sicher ist ein Weißer unter vielen Schwarzen und ein Schwarzer unter vielen Weißen in dem Punkt vergleichbar, dass sie in dem Moment Angst, Einsamkeit, das Alleinsein als Gefühl übermannt. Aber es kommt fast nicht vor, oder ich würde sagen nur ganz, ganz, ganz selten, dass ein Weißer in dieser Situation das Gefühl von Unterlegenheit, von Minderwertigkeit hat. Während es umgekehrt, leider Gottes, doch noch sehr häufig der Fall ist. Das ist vertrackt. Ich habe das eben auch persönlich erlebt an Freunden, zum Beispiel auch aus Indien, die junge akademische IT-Leute waren und die von diesem Minderwertigkeitsgefühl gesprochen haben. Ich möchte in einem zweiten Video Ihnen den Anfang aus diesem Roman vorlesen, in dem es um Haare geht und um den Besuch der schwarzen Ifemelu nun in einem Viertel, in dem sie sich wieder vorbereiten will für ihre Rückkehr nach Nigeria. Und Haare spielen in dem Roman wirklich eine große Rolle, weil an den Haaren der Schwarzen ihre ganze Problematik, ihre alltäglichen Probleme deutlich werden. Und das kann man nachvollziehen, wenn man sich zum Beispiel die YouTube-Filmchen anguckt über Michelle Obama. Michelle Obama ist während der ganzen Präsidentschaft aufgetreten mit geglätteten schwarzen Haaren, leicht gewellt. Und es ist spektakulär geworden, als sie einmal dann sich in ihrer natürlichen Haarbeschaffenheit präsentiert hat, die eben kraus war und überhaupt nicht geglättet und leicht gelockt. Und ein zweites Beispiel, berühmtes Beispiel, ist Naomi Campbell, die 2019 zum ersten Mal in ihrem natürlichen Afro-Look erschienen ist, auf der Fashion Week in Paris. Naomi Campbell, das berühmte schwarze Model mit jamaikanischen Wurzeln, die sonst immer Extensions getragen hat, die hüftlang waren, glatt und glänzend. Und das mag für viele von Ihnen nun etwas Oberflächliches sein. Es sagt aber sehr, sehr viel aus über das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein von schwarzen Frauen in einem weißen Umfeld. Ich kann Ihnen den Roman Americana nur empfehlen und den TED-Talk, den ich unten auch genauer beschreiben will, sodass Sie ihn dann anklicken können. Wenn Sie sich in die alltäglichen Probleme von Schwarzen im Westen, im westlichen Abendland in Amerika orientieren wollen, wenn Sie sich da einfühlen wollen, dann ist dieser Roman äußerst geeignet und er ist sehr spannend geschrieben.
mit immer wieder Aha-Momenten und einem neuen Verständnis, dass man für die Probleme von Schwarzen und dem alltäglichen Rassismus, der ihnen begegnet, öffnet.